csináltam. Thank you.
Thank you.
Ich kann jetzt auch ein bisschen was in Deutsch sagen. Mein Name ist Musa, gebürtig Franz Reschreiter aus Salzburg in Österreich. Musa ist mein islamischer Name, da ich ja Moslem bin. Ja, bis hier. Ja, das ist Ihr Name. Ja. Und ich arbeite auf der Touristeninsel Madogali als Tauchlehrer. Ich lebe schon 12 Jahre auf den Malediven und hier auf dieser Insel seit 8 Jahren. Und um hier leben zu können, ist eben notwendig, dass man Moslem ist. Und ergibt sich, dass man dann auch mit einer maldivischen Frau verheiratet ist. Naja, einfach Familienleben. Das sind meine beiden Kinder. Die Kleine, die ist 2 Jahre und die Große, die wird jetzt 7 Jahre alt. Ach so. Ja. Und darf ich fragen, also vielleicht das nicht zu privat, die Frage ist, also wie haben Sie sich entschieden? Dass sie muslimisch werden und so weiter. Es hat sich einfach am Anfang so ergeben. Ich habe ja mit meinem Beruf als Tauchlehrer einen guten Arbeitsplatz gesucht, begonnen in Spanien, der Costa Brava, dann Kanarische Inseln in Teneriffa und von dort dann hierher im Zuge eines guten Arbeitsplatzes. Und der Rest hat sich eigentlich so ergeben, ich wollte mir eine Situation schaffen, die mir den Rest meines Lebens Frieden sichert und gewährleistet, und das habe ich jetzt seit 8 Jahren. Sie sind hier glücklich? Ja, sehr. Ohne Sorge leben Sie? Ohne Sorgen. Aha, meine Frau kommt auch gleich, die ist aber etwas kamerascheu. Sie ist jetzt gerade dort hinten. Also es wäre schön, wenn Sie... Rasina, Ade, Nonna oder Ni? Ey, Rasina, Altbarasche! Nein, sie ist zu kamerascheu. Sie ist zu kamerascheu. Sie ist noch sehr... ein unverdorbener Ursprung, ja, kann man sagen. Ja. Und haben die Leute hier keine existenziellen Sorgen? Also? Nein, aus einem ganz einfachen Grund, denn es gibt hier nur die Großfamilie. Die einzelne Anonymität ist hier undenkbar. Ach so. Nur die Großfamilie, das heißt 15, 20 und mehr Personen, und die helfen. Ist eine Familie. Und irgendeiner hat Arbeit und verdient etwas und der gibt immer denen weiter, der nichts hat. So. Ich bin natürlich der Sponsor. Ah, Gewala schon deine. Ich bin natürlich der Sponsor meiner gesamten Großfamilie, aber es tut mir nicht weh. Denn durch meine Arbeit, die ja doch eine gewisse Qualifikation erlangt und auch ein gewisses Gehalt dementsprechend hat, ich bin ja für maldivische Verhältnisse vermögend, denn ich kann sagen, was ich in einem Monat verdiene, verdient ein Maldiver in einem Jahr. Ja. Also da kann ich schon großzügig sein. Denn ich sage immer, die letzten das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja. Mitnehmen kann man nicht. Also verbreite ich Freude. Und meinen Sie, dass das Leben hier einen größeren Wert hat und schöner ist als in Europa? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz einfach, weil es noch unverfälscht ist. Unverfälscht. Ja, es gibt hier kaum Falschheit und religionsbedingt weniger als 1 Promille, so gut wie gar nichts. Ja. Denn es ist so, Religionsverstöße werden vom Gesetz bestraft. Ja? So. Also Alkohol trinken oder nur eine Drohgebärde zu jemand machen, das erfordert schon 3 bis 6 Monate Gefängnis. Also. Nur bedrohen, damit der sich überlegt, ob er zuschlägt. Denn wenn er zuschlägt, dann geht er für 1,5 bis 2 Jahre ins Gefängnis. Ja. Nur für eine Ohrfeige zum Beispiel. Ja. Und darum ist hier nur Frieden. Das sollten Sie jetzt in Jugoslawien verbreiten, nicht? Ich sage immer, wenn man das auf Österreich, ginge gar nicht, man müsste ganz Österreich unter ein Dach und ein Gitter setzen. Also, wir wünschen Ihnen viel Glück und es freut uns sehr, dass Sie uns getroffen haben. Fein, danke schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke schön, Wiedersehen. Die mir, komm. Inga da. Gotti Dani, da. Inga da. Geh Dani. Hallo. Hallo. Hallo.